Im Wort ist der Abgeordnete Magister Werner Kogler. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke schön, Herr Präsident. Herr Finanzminister, mit den 5 Minuten werde ich nur auf ein Kapitel eingehen, weil es halt heute aktuell ist. Und was den Finanzrahmenbereich und die Untergruppe 46, glaube ich, zu diesen Finanzmarktkapiteln und Finanzmarktstabilität betrifft, schon zumindest einmal ein paar rhetorische Fragezeichen machen müssen hier, weil wir hatten ja, oder auch nicht Ihre Mitarbeiter, das hatte sich ja bewährt, noch keine Aussprache über die neuesten Lösungen, die heute ja offensichtlich jedenfalls aus Regierungssicht fix gemacht wurden. Alle wissen, worum es geht, um die anstehende Einigung mit den Gläubigern bei der HETA, vormals Hypo. Und ganz ist mir das momentan nicht nachvollziehbar, wie die Behauptung aufrechterhalten werden soll, schon vom März 2015. Teilweise ist sie heute noch ein bisschen nachgehalt. Kein Steuereuro mehr in die Hypo HETA. Ich meine, damals habe ich das schon gut verstanden und habe diese Schuldenschnittaktion ausdrücklich immer begrüßt bis heute. Und dass das ja wohl auf den Bundessteuerzahler gemeint war, weil das dadurch dann über die Landeshaftungsverbünde ein bisschen was beigesteuert werden müsste, war doch klar. Ich hielte das im Übrigen für richtig und gerecht. Die Bundesländer haben aus der Stabilitätsabgabe, aus der Bankenabgabe eh schon so viel kassiert und bald noch mehr, als sie hier hätten bei der gesamten Schuldenschnittaktion ohne Auspufferung, die jetzt kommt, beitragen müssen. Aber das war damals nur durchsetzbar. Die Frau Kollegin, jetzt Kollegin, ehemalige Finanzministerin Vector nickt. Wir wissen, in welcher Realverfassung wir da leben. Also ich finde das nach wie vor sehr, sehr, sagen wir, verwendet man keine schlimmeren Worte, aber aufreizend seltsam, dass die Landeshauptleute damals gleich zugegriffen haben und die seinerzeitigen Verhandler, wie man die Bankenabgabe eingeführt hat, sofort einmal die Kralle draufgehaut haben. Ja? Gut, beitragen wollen sie nichts. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum jetzt die Behauptung, der Bundessteuerzahler zahlt nichts mehr, einfach nicht aufrechterhalten werden kann. Ja? Aber wir werden uns ja noch einmal wahrscheinlich in einem seminaristischeren Kreis dazu austauschen. Nur ich muss das Fragezeichen jetzt tatsächlich öffentlich anbringen, sei es drum. Bei 90%, ich glaube, die Rechnung geht für die Gläubiger, wenn man noch einmal anders rechnet und auch richtiger, noch günstiger aus, kann man ja von großartiger Gläubigerbeteiligung, die angestrebt wurde, nicht mehr sprechen. Aber wie kommt das Ganze? Natürlich ist es ein Problem, das bestreitet ja kein vernünftiger Mensch, wenn auf bestimmte Forderungen an die Hypo-HETA die Landeshaftungen von Kärnten immer noch juristisch jedenfalls draufpicken, das ist ganz klar. Aber wenn wir jetzt einmal durchrechnen, die 75%, die angeboten wurden, ursprünglich ohne Zugabe seitens des Bundes, damals schon im heurigen Frühjahr, dann ist bei den 75% so getan worden, als ob diesen Beitrag Kärnten selber stemmen könnte, ja, beim Rückkauf. Wenn man genau die Bedingungen angeschaut hat, hat man schon den Eindruck gehabt, dass auch Kärnten da schon entgegengekommen wurde. Dagegen haben wir gar nichts gehabt, weil die so nahe überleben können. Natürlich selbstverständlich, insbesondere aus den Möglichkeiten der Finanzierung aus der Bundesfinanzierungsagentur. Aber in Wahrheit war da schon ein gewisses Augenzwinkern dabei. Dann ging es auf 82% mit dem Zusatzangebot, jetzt 90%, meines Erachtens sind sie noch mehr, aber wie dem auch sei. Wie das jetzt erklärbar ist, dass das nicht Bundessteuergeld sein soll, darauf warten wir noch mit Spannung. Ja? Und ich glaube von der taktischen Aufstellung her, wäre diesen Gläubigern wahrscheinlich mehr rauszureißen gewesen. Warum? Ja, bei allem Risiko, das das beinhaltet, wenn sie die noch darauf einlassen, von wegen Klagsunsicherheiten etc. Aber zu glauben, dass diese Differenz in Kärnten zu holen wäre, da muss man aber schon lustig und gut rechnen. Es hat nämlich nicht nur der sogenannte Finanzplatz Österreich da ein Risiko und Kärnten, es haben auch die Gläubiger ein hohes Risiko. Und schützenswert waren die allemal sowieso nicht, weil die hätten nämlich im Jahr 2015
4, 5, 6 und um die geht es ja auch schon erkennen können, wo sie da rein investieren. Das war ja keine brave Regionalbank und die Hoffnungsversprechen des Herrn Haider waren nicht so viel wert, glaube ich, wenn man es auf die ökonomische Waagschale legt. Und insofern ist das in Wahrheit ein sehr, sehr schmerzlicher Vorgang, obwohl sie jetzt alle freuen, natürlich der Landeshauptmann von Kärnten voran, dass da mal was weggerammt ist. Ich warte noch auf die Erklärung, wie man das aufrechterhalten kann, wie gesagt, und zusammenfassend, dass da kein Bundessteuergeld drinnen sein soll. Aus Sicht der Gläubiger ist das eine super Geschichte. 75% hätten es vielleicht nicht genommen, aber rechnen wir mal durch, die tauschen ein zu Bundesanleihen oder halt vergleichbaren Konditionen. Die täten da aber momentan nur 0,8% Zinsen dafür kriegen. Ja? So schaut es nämlich aus. Und wenn du das auf 13 Jahre, bis die das 100% Nominale kriegen, durchschaust, ne, dann stehen sie am Schluss, dann kommen sie zum Schluss auf 82% auf die Art und Weise. Also wie man es dreht und wendet, da ist, fürchte ich, ein satter Anteil vom Bundessteuergeld drinnen. Und die Rechnung wird so sein, dass der Bundessteuerzahler alleine am Schluss im zweistelligen Milliardenbereich überbleiben wird. Und die Gläubiger, je nachdem, wie man es rechnet, maximal eine Milliarde beitragen, möglicherweise sogar weniger. Und ich finde, das ist jedenfalls keine gerechte Lastenverteilung. Und ich glaube auch, dass mehr möglich gewesen wäre. Aber ich fürchte, die NEOS-Fraktion, die sich ja vermutlich auch noch äußern wird, hat da recht mit uns, dass hier auch die Landeshauptleute, weil sie selber ein bisschen mehr beitragen hätten müssen, ein entsprechendes Korsett mit angeschnallt haben bei ihnen, dem sie offensichtlich auch nicht entkommen können, so ohne weiteres. Sagt Werner Kogler, Finanzsprecher der Grünen, mit Blick auf die Hypo bzw. zur aktuellen Einigung mit den Hypogläubigern.